Die Bestände der 22 häufigsten Feldvogelarten sind in den letzten 20 Jahren um 42% zurückgegangen. Das belegen wissenschaftliche Studien, vor allem aus Frankreich und Deutschland. Aber auch bei uns sieht es nicht besser aus. Experten sprechen auch hier von -40% bei Vogelarten, die rund um Agrarflächen und auf Wiesen beheimatet sind. Monotone Äcker und das Schwinden von Brachflächen sind die Hauptgründe für das Vogelsterben, berichtet Markus Stachel. Ein durchschnittliches Feld irgendwo in Niederösterreich. Wir treffen Gabor Wichmann von BirdLife Österreich. Wenn man jetzt anschaut, das Getreidefeld ist sehr, sehr breit. Das heißt, dazwischen ist gar nichts außer Getreide. Das, was fehlt, sind oft auch diese Brachflächen. Das heißt, dort, wo sie brüten können, wo sie Nahrung sammeln. Die Nahrung wird auch immer knapper. Also wenn man so das Getreidefeld heutzutage anschaut, da finden kaum mehr Vögel Nahrung. Insekten sind verschwunden, Pestizideinsatz ist sehr hoch. Und die paar Büsche, die am Rand sind, sind sehr gleichförmig. Außer den Windgeräuschen fängt unser Mikrofon kaum etwas ein. Und der Kameramann bemüht sich vergebens, rund um den Acker einen Vogel auszumachen. Also greifen wir ins Archiv. Junge Feldlerchen beobachten zu können, ist mittlerweile eine Seltenheit. Die Bestände in den letzten 20 Jahren sind um 40% zurückgegangen. Ähnlicher geht es dem Kiebitz. Es sind vor allem die Wiesenbrüter, die zunehmend gefährdet sind. All jene Vogelarten, die rund um Felder und im relativ freien Gelände leben. So wie die Grauammer, das Braunkehlchen und viele andere Arten. Rainer Praschak ist Hobbyornithologe. Wir treffen ihn am Eichkogel in Niederösterreich. Zumindest einmal pro Woche macht er sich auf, um die Vogelwelt zu beobachten. Heute kann er diesen Turmfalken am Himmel sehen. Jede Sichtung wird akribisch notiert und später mit anderen Experten im Internet geteilt. Damit möchte Praschak zur Erforschung und zum Schutz der Vögel beitragen. Auch er bemerkt den starken Rückgang vieler Vogelarten. Ich kann mich zumindest erinnern an die Kindheitstage, wo es nichts Außergewöhnliches war, wenn ich bei Spaziergängen, ich bin ja hier in der Gegend auch aufgewachsen, ein Rebhuhn zu sehen. Und mittlerweile, obwohl ich doch intensiv beobachte, ist es bei Gott nicht alltäglich. Das Rebhuhn ist in weiten Teilen Österreichs um 80% zurückgegangen. In Vorarlberg ist es bereits verschwunden. Ein Mittelspecht ist dem studierten Ornithologen Wolfgang Vogel ins Netz gegangen. Auf dem Wiener Wilhelminenberg werden Vögel aus wissenschaftlichen Gründen so schonend wie möglich eingefangen. Auch ein Rotkehlchen ist, ohne sich zu verletzen, ins Netz gegangen. Die österreichische Vogelwarte gibt es erst seit 2015. Deshalb liegen für unser Land noch keine wissenschaftlich fundierten Zahlen zum Vogelsterben vor. Es ist von anderen Untersuchungen bekannt, dass vor allem die Vögel der Kulturlandschaft stark zurückgehen. Und von Beobachtungen her können auch wir uns dem anschließen. Eben die Vögel, die mit der Landwirtschaft in Konflikt stehen, die gehen deutlich zurück. Um genau Bescheid zu wissen, müssen die Untersuchungen viele Jahre regelmäßig durchgeführt werden. Beim sogenannten Monitoring werden die Vögel genauestens vermessen und gewogen. Auch diese Blaumeise wird beringt und vermessen. Danach wird geprüft, wie viel Fett sie ansetzen konnte und wie stark ihre Muskeln sind. Fett 1, Muskel 3. Schließlich hat es auch der Mittelspecht überstanden. Anne Loch und Wolfgang Vogel kontrollieren die Brutkästen am Wilhelminenberg.
Den Waldvogelarten geht es recht gut und ihre Bestände sind stabil. Fertiges Nest, keine Eier. Doch die Rückgänge unter den Wiesenbrütern sind besorgniserregend. Abgesehen vom Verlust dieser Art ist natürlich der Rückgang an Biodiversität schwer nachvollziehbar, welche langjährigen Folgen das haben kann. Es kann sein, dass gewisse ökologische Nischen von anderen Arten zumindest kurzfristig übernommen werden. Aber in weiterer Folge ist die Frage, inwiefern das ganze Ökosystem davon betroffen ist und welche Folgen das hat, wird man dann in den nächsten 10, 15 Jahren sicher sehen. So lange wollen diese drei Waldviertler aber bestimmt nicht warten. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Mit ihrem Verein Free Nature haben sie 35 Hektar gepachtet, um diese als Vogelschutzgebiet zu erhalten. I don't care for walking downtown, crazy. Das ist ein Braunkehlchen. Ja, ist eins von den ersten her. Mandel, gell? Ja, die Lerche hört man, ja. Auch wir haben die Heidelerche gehört, aber gezeigt hat sie sich uns leider nicht. Walter Watzel, sein Neffe Benjamin und sein Sohn Jonathan sind nicht nur Biolandwirte, sondern auch Hobbyornithologen mit Leib und Seele. Da Landwirt Watzel auf diesen Schutzflächen nichts produziert, sind die Förderungen der Agrarmarkt Austria und der Initiative Blühendes Österreich gering. Dennoch will die Familie die Schutzflächen künftig erweitern. Die Wiesenbrüter bzw. die Kulturlandvögel, die bevorzugen ein Mosaik an Lebensräumen. Wie man da sieht, eben Altgrasstreifen an offenen Weg, an vor allem nicht asphaltierten Weg. Einfach dieses Mosaik möglichst groß zu halten, dass für jeden Vogel irgendwo was da ist. Ne? Und vor allem auch, dass die Pflanzenvielfalt steigt, dadurch steigt die Insektenvielfalt und dann haben halt die Vögel auch eine bessere Nahrungsgrundlage. Ne? Hinter Ihnen schaut so ein Feld ganz braun bewachsen aus. Was können wir da erkennen? Das ist eine Brachfläche. Die unterscheidet sich von der unteren Brachfläche. Die ist vor 2 Jahren umgeackert worden und es ist hier das aufgegangen an Saat, das im Boden drinnen ist. Es ist nichts eingesät worden. Das ist eine natürliche Vegetation. Dahinter, die hellere Fläche, ist eine Fläche, die nur gemäht oder gehäckselt wurde. Und ganz hinten sieht man eine grüne Fläche, die gemäht wurde. Das heißt, wir haben da jetzt eigentlich, wenn man da so schaut, einen Teppich mit 3 verschiedenen Farben, der ja natürlich jetzt sehr viel Vielfalt ermöglicht. Geht Ihnen da das Herz auf? Ja, total. Also das ist, so soll es sein. Nicht? Stundenlang hoffen wir, dass uns einer der seltenen Vögel vor die Linse fliegt. Doch erst als wir zum Biohof der Watzels nach St. Martin fahren, haben wir Glück. Zur großen Freude unseres Kameramannes. Das ist einer. Ja. Eine Goldammer. In den vergangenen 20 Jahren ist ihr Bestand um ein Viertel zurückgegangen. Dann sogar 2 Goldammern, wenn auch nur kurz. Zurück ans Feld mit Gabor Wichmann von BirdLife Österreich. Sehen Sie eine Chance, dass sich die Vogelbestände wieder erholen? Nur dann, wenn sich die Landwirtschaft grundlegend ändert, sonst glaube ich nicht dran. Glauben Sie, dass sich die Landwirtschaft grundlegend ändern wird? Das wird von uns abhängen, wie wir unsere Landschaft gestalten wollen. Ja? Wir haben sie sozusagen in dem Sinne zerstört, wir können sie auch wieder ändern. Weil die Nahrungssicherheit ist jetzt kein Thema in Europa, die haben wir. Aber schlussendlich ist da auch sehr stark die Politik gefragt, dass man die Landwirtschaft wieder so betreiben lässt, wie es funktionieren könnte. Wir müssen ja nicht immer überproduzieren, wir vernichten ja Lebensmittel in en masse und wir vernichten unsere Landschaft. Auch Rainer Praschak am Eichkogel in Niederösterreich ist nachdenklich geworden. Dieses Streben nach Optimieren von, in dem Fall sind es meistens Lebensmittel für uns. Und wenn ich da alles optimiere und nicht an andere Lebewesen denke, die diesen Lebensraum zum Leben brauchen, dann ist so etwas ein Ergebnis und das macht mich traurig. Doch er will die Hoffnung nicht aufgeben, dass all jene Vögel, die er schon fotografiert hat, auch weiterhin in der Natur ihren Platz haben werden.
birds. Birds.